Name ist Reinhold Ewald. Ich bin einer der ESA-Astronauten, also ein Kollege von Alexander Gerst, der sich auf seiner Blue Dot-Mission seit Mai an Bord der Internationalen Raumstation aufhält. Alexander Gerst schickt viele Bilder und Kommentare zu dem, was er gesehen hat, zur Erde. Seine Facebook-Seite habe ich jetzt vor mir. Und viele der offenen Fragen, die versuche ich jetzt zu beantworten. Hier kommen wir zu den Raumanzügen. Alex schreibt, habe gestern Körpergröße für unsere Raumanzüge gemessen, bin seit Missionsbeginn 3 cm gewachsen. Das hat natürlich viele interessiert. Schauen wir uns das Bild mal genauer an. Da fragt zum Beispiel Lukas Regmann, wegen der fehlenden Schwerkraft dehnt sich die Wirbelsäule aus oder irre ich mich? Nein, das stimmt schon, Lukas. Das ist die Entlastung der Wirbelsäule, die dazu führt, dass die Wirbelkörper sich mit Wasser füllen, Flüssigkeit, und dadurch insgesamt der Mensch sich streckt. Man wächst also im All. Ja, Marianne Humke, das tut man. Und das hat auch mit der Schwerelosigkeit zu tun, respektive mit der Entlastung der Wirbelsäule durch die Schwerelosigkeit. Man muss sich ja nicht mehr selbst tragen. Das beantwortet eine Frage von Vera Besser. Adrienne Christ fragt, wie ist es denn nach der Rückkehr? Nun, nach der Rückkehr wird der Körper wieder durch die Schwerkraft beim Gehen, beim Stehen dann auch zusammengepresst. Und dieser Größengewinn, der geht relativ schnell wieder verloren. Die Zwischenwirbelscheiben werden wieder ausgepresst. Jetzt kommt Peggy Kirschner aber auf den Punkt, nämlich die Sitzschalen sind doch für alle genau bemessen. Wie funktioniert das denn, wenn einer so viel gewachsen ist mit dem Rückflug? Und das ist natürlich eine Erfahrung, die alle Kosmonauten, Astronauten machen. Wenn ihnen die Sitzschale, die ja im Sojus bei der Landung helfen soll, durch einen Schutz sozusagen des Rückens, wenn diese Sitzschale angemessen wird, dann wird so ein kleines Holzstückchen im Schritt noch dazu getan, das genau hält vor, dass man im Weltall wächst. Das heißt, wenn man dann nach 6 Monaten Flug wieder in dieser Sitzschale Platz nimmt, dann passt sie genau. Und beim Start ist sie ein bisschen größer, als sie dann eigentlich für den Start sein müsste. Gute Frage. Und auch an alles das ist gedacht, wenn die Ausrüstung der Astronauten, Kosmonauten hergestellt wird. Jetzt mal ein Bild in eigener Sache. Alex hat nämlich hier ein Poster mitgenommen, was die Trainer und Mitarbeiter des Europäischen Astronautenzentrums, also hier in Köln, zeigt und hat das vor einen sehr schönen Blick auf die Erde postiert, hier in der Cupola, also in der Aussichtskanzel der Internationalen Raumstation, die übrigens auch in Europa gebaut wurde und dann von Amerika aus an Bord der Raumstation installiert wurde. Und da kommt natürlich gleich die Frage auf, wie kriegt man die Erde denn so schön rund und als Ball ins Bild? Nun, die Antwort ist, die Erde ist abgeschnitten. Man sieht ja aus 400 Kilometer Höhe sehr schöne Ausschnitte der Erde, Wolken, Wasser, Ozeane natürlich, aber man sieht die Erde nicht als Ball. Das ist also hier so eine Art optische Täuschung. Dadurch, dass die Fenster Rahmen haben, wirkt die Erde wie der blaue Ball, den wir immer von Wetterberichten oder Ähnlichem kennen. Aber die Raumstation ist natürlich nicht weit genug von der Erde weg, um ein solches Gesamtbild der Erde zu liefern. Dafür aber das Gesamtbild aller Mitarbeiter im EAC, die Alex auf diese Weise grüßt. Jetzt mal ein Bild von einem Experiment. Das ist das BAS-Experiment. Das läuft in der Microgravity Science Glovebox, also unter Luftabschluss, ab, weil es mit Verbrennung zu tun hat. Alex schreibt, so sieht Feuer in Schwerelosigkeit aus, für bessere Feuersicherheit auf der Erde. Und dieses Bild bringt natürlich auch einige Fragen mit sich. Zum Beispiel die Frage, wäre Grillen da oben möglich und wie verteilt sich die Wärme da oben von der Kohle? Oder wie kocht ihr eigentlich? Das fragt Daniel Rebmann. Das sind natürlich einige Fragen, die es zu beantworten gilt. Kochen da oben wird sicherlich nicht auf offener Flamme gemacht, sondern kochen heißt entweder heißes Wasser zu getrockneter Nahrung hinzufügen oder vorbereitete Pakete zwischen warmen Elektroplatten dann so weit aufwärmen, dass man sie essen kann. Und grillen geht da oben nicht, denn der Effekt des Grillens beruht ja darauf, dass unten die heiße Kohle ist, dann heiße Luft aufströmt, eben auch mit dem typischen Grillgeschmack, und das Fleisch oder was auch immer auf dem Grillrost liegt, dann heizt. Das klappt unter Schwerelosigkeit nicht, weil es keinen Kamineffekt gibt. Und deshalb sind die Flammen ja auch so mickrig. Eigentlich kommt der Sauerstoff nur sehr zögerlich, nämlich durch die
Diffusion zum Verbrennungsort und wird nicht durch den Kamineffekt und die kalte nachströmende Luft immer wieder reichlich ersetzt. Das heißt aber auch, wir können die Effekte sehr langsam beobachten, wir können sie genau einstellen und das macht Alex bei dem Bass-Experiment. Nochmal zu dem Bass-Experiment, da fragt Eddie Edmund, how does it protect Earth? Nun, die Erde als solche wird natürlich nicht durch Verbrennung bedroht, aber die Verbrennungsvorgänge sind sehr zahlreich und sie brauchen ja auch Rohstoffe. Diese Serie mit dem Bass-Experiment, die versucht zu ergründen, wie man die Feuersicherheit von verschiedenen Stoffen erhöhen kann, wann es denn einen Flammpunkt gibt, wie sich die Stoffe, das sind kleine Plexiglasplättchen oder auch Stoffe, wie die denn der Verbrennung unterliegen. Und wenn man das genauer weiß, kann man auch die Art der Stoffe, die Isolierungen, die Feuersicherheit bei diesen Stoffen erhöhen, sowohl für die Raumstation natürlich, wenn sie mal an Bord eines Raumschiffs kommen oder auch bei feuergefährdeten Orten an der Erde. Übrigens, was wir hier tun, das entspricht auch einem Wunsch von Alex. Er hat ja gepostet hier. Vielen Dank euch allen für die vielen netten Kommentare. Ich freue mich sehr, dass ich euch ein Stück weit mit auf meine Mission nehmen kann. Leider komme ich nicht immer dazu, alles zu lesen. Aber meine Kollegen der Europäischen Weltraumorganisation ESA und des DLR am Boden, die helfen mir dabei, eure Kommentare und Fragen zu beantworten.